Ende des zweiten Tages ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von mir. Und fällt mir jetzt ein bisschen schwer, natürlich nach den guten Vorträgen bisher und gestern, da noch was zuzubringen. Aber ich denke, da können wir noch was hinbringen. Ich habe natürlich auch ein paar Folien dabei, ein bisschen komplex, ein bisschen bunt. Und wir bringen jetzt auch noch ein bisschen Bewegung da rein. Ich möchte noch mal jetzt das Thema Netzausbau kurz darlegen. Wie kommt man eigentlich auf das Thema Netzentwicklungsplan? Letztendlich machen wir in Deutschland im europäischen Energiemarkt, schauen wir uns an, wie sieht eigentlich zeitgerecht, also zu den einzelnen Stunden oder Viertelstunden, das ist eigentlich völlig egal, wie sieht eigentlich da so PV und Wind und so weiter aus, und jetzt nimmt man sich mal so einen Tag im Jahr 2025 und simuliert mal so ein bisschen durch, das Ganze macht man 8760 Mal mit verschiedenen Szenarien und so weiter. Das ist nur PV. Und da macht man das Gleiche nochmal für Wind. Da sehen Sie auch hier, so, wie so eine schöne Windfront über Deutschland geht. Das Ganze schön 10 mal 10 Quadratkilometer. Ich denke, das ist jedem bekannt. So, und jetzt haben wir natürlich in den 10 mal 10 Quadratkilometern, also 100 Quadratkilometern, haben wir noch einen gewissen Verbrauch. Den ziehen wir jetzt auch noch zu dieser Stunde ab. Und dann kommen wir auf die sogenannte Residuallast. Das ist so, das ist wirklich die Grundlage des Netzentwicklungsplanes 2015, 2014. Das hat sich so wenig getan. Und überall dort, wo ich einen Berg habe, habe ich zu viel in dieser Stunde, zu viel an elektrischer Energie, muss ich zu diesen blauen Tälern finden. Und Berlin kann man oben rechts schön erkennen, München unten. Also das heißt also, die Lastzentren sind auch in 10 Jahren noch Lastzentren. So, und was ergibt sich daraus? Und dann sehen Sie hier, das ist mal der Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber. Ich bin mal jetzt nicht auf die Bundesnetzagentur eingegangen. Und dann sehen Sie unten links, auch eine etwas seltsam anmutende Kurve, das ist das Projekt Ultranet der Amprion. Das im Prinzip ist eine moderne HGÜ-Technologie, die heute umgesetzt wird oder in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Basierend auf dem, was links sich so schön bewegt. Und das gilt, wir hatten es heute schon gehört, für 33% erneuerbare Energien am Anteil des Stromverbrauches oder Erzeugung heute. Und in 10 Jahren sind das sicherlich deutlich mehr als die 40, wenn es so weitergeht. Die Technologien in den nächsten 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren machen mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Da haben wir die Technologien. Wir haben aber auch die 80% plus und 100% plus heute gehört. Dann schauen wir uns das doch mal an, wie das aussieht, dieses linke Bild in Zukunft, wenn wir noch mehr Erneuerbare haben, wenn wir Richtung 80% plus gehen. Dann sieht das so aus in Deutschland. Selbe Rahmenbedingungen, natürlich mit einem höheren Anteil, aber selbe Simulationsumgebung. Und dann sehen Sie oben links die schönen Spitzen, das sind unsere großen zentralen Kraftwerke Offshore-Wind. Also was Zentraleres hatten wir in der Vergangenheit kaum, das ist eher noch vergleichbar mit dem westdeutschen Braunkohlerevier. Sowas bauen wir nur gerade eben halt drehend mit kleineren Anlagen in der Nordsee auf, und das müssen wir oben wegbekommen. Und wenn wir mal sich jetzt die Skalierung in Erinnerung rufen, gerade 100 MW, pro Einheit, jetzt sind es 500 MW, dann können wir daraus ableiten, dass wir ungefähr so 35 bis 40 Gigawatt zusätzliche Transportkapazität benötigen. In einem europäischen Markt, und das teilt sich dann letztendlich unser konventioneller Kraftwerkspark, der dann in diesem Jahr noch besteht, das ist nicht möglich. Ich denke, wir wissen alle, wie schwierig es ist, den Netzausbau in die öffentliche Diskussion zu bringen, und dann das Ganze nochmal mal 8, 9, das wird eine Herausforderung werden. Also müssen wir uns Gedanken machen, welche Optionen haben wir, welche Technologien brauchen wir. Henning, Sie hatten es ja auch angedeutet, es gibt da schöne Entwicklungen. Die Frage ist nur jetzt für einen Vertreter der herstellenden Industrie, wann stelle ich eigentlich welche Technologie dem Markt zur Verfügung? Den Elektrolyseur beispielsweise ab 2035, an dem man heute aber schon forscht. Und das sind Fragestellungen, die da gelten. Also was müssen wir machen? Wir bilden letztendlich die Energiewelt in einem digitalen Zwilling ab. Das ist heute in der Forschung und bei dem einen oder anderen Unternehmen Stand der Technik. Das ist genau das, was ich gerade gezeigt habe. Diese klassische Netzentwicklungsplanung, die wir heute als Basis natürlich unserer Netzausbauplanung setzen, hat aber eine kleine Schwäche, auf die ich hinweisen muss. Und da geht im Moment ja auch die Forschung oder die Überlegungen hin. Die Strategien dezentral sind da eigentlich nicht abgebildet. Also das, wovon wir heute gesprochen haben, gestern gesprochen haben, die Multimodalität, die Kopplung mit der Wärme, die Kopplung mit der Chemie und so weiter, ist da nicht berücksichtigt. Und da müssen wir hin. Wir können nicht das Jahr 2035 oder 2030 beplanen
wenn wir diese Multimodalität nicht angehen. Und dann können wir auch sehen, welche Produkte, also Technologien brauchen wir dann eigentlich in den einzelnen Jahren. Und das ist das Wichtige und das müssen wir machen. Und das Ganze auch noch so schön mit den Gradienten, das macht richtig Spaß. Also für einen Forscher ist das was Tolles, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und niemand von uns kann im Jahr 2035 vorhersagen, was dort passiert. Das heißt, wir müssen in Szenarien arbeiten. Und jetzt können Sie sich vorstellen, 8.760 Stunden, vielleicht müssen wir für die modernen Märkte auch in die Viertelstunde hinein. Das Ganze für ein paar Länder mehr, nicht nur Deutschland. Unternehmen wie Siemens sind weltweit aktiv, das heißt, das müssen wir überall machen. Dann auch noch ein überregionaler Energiemarkt und das Ganze auch noch unten mit der Photovoltaikanlage, die mit dem Batteriespeicher das Haus optimiert. Also das ist schon eine Herausforderung, aber es muss gemacht werden, da werden Vereinfachungen getroffen und da sind wir auch dabei und das ist auch wichtig. Wie geht man denn jetzt den nächsten Schritt? Ich hatte vorhin gesagt, also wir müssen entscheiden, wann bringen wir was hinein und ich muss letztendlich entscheiden irgendwann mal, wann starten wir welche Entwicklung von welcher Technologie. Also wann gehen wir letztendlich in die Produktifizierung und dann hilft vielleicht eine gewisse Strukturierung. Wo kommen wir her? Das ist die Grafik, versucht so ein bisschen die einzelnen Energiemärkte als Funktion des Anteils der erneuerbaren Energien, jetzt zum Beispiel Deutschland, deutscher Strommarkt, mal ein bisschen zu clustern. Ich glaube, links sind wir uns alle einig, da kommen wir her, das kennen wir. Der mittlere Bereich Systemintegration, technisch hier gemeint, den haben wir, offensichtlich funktioniert das Stromsystem immer noch, haben wir auch erfolgreich geschafft, hat so ein paar Milliarden gekostet, die 50,2-Hertz-Problematik, die Low-Voltage-Right-Through-Problematik bei den Windenergieanlagen hat uns 1 Milliarde gekostet und so weiter und so fort. Aber es hat funktioniert. Wir sind heute im mittleren Bereich der Marktintegration. Da zahlen wir richtig, oder zumindest diejenigen, die Gaskraftwerke betreiben wollen, zahlen richtig den Zoll. Und jetzt müssen wir weitergehen, jetzt wenn wir über die Forschung reden. Die Strom- oder Schrägstrich-Energiesysteme von heute müssen anders aussehen als die von morgen und die von übermorgen müssen wieder anders aussehen. Vielleicht haben wir irgendwann mal, das ist das Thema rechts, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder die Renaissance der Gaskraftwerke, durchaus der größeren. Und zwar dann, wenn wir so viel Elektrizität zu sehr niedrigen Kosten erzeugen können, dass sich eine Power-to-Methan, Power-to-Wasserstoff, wenn wir Wasserstoff verbrennen wollen, dass sich das wieder lohnt. Unser Problem ist nur so diese 20 Jahre dazwischen. Ja, und die zu überleben, da habe ich so meine Befürchtungen. Das ist auch ein Problem eines der größeren Unternehmen heute. Was auf jeden Fall sein wird und was wir brauchen, ist eine Entkopplung der Erzeugung, egal ob dezentral oder wie vorhin mit dem Offshore-Windpark, relativ stark lokal, aber eher zentral, nur lastfern, vom Verbrauch. Früher hatten wir eben die relativ einfach, der Verbrauch läuft und die Erzeugung läuft hinterher, deckt. Heute versuchen wir mit den Smart Grids, versuchen wir die irgendwie Flexibilität reinzubringen, sehe ich im Moment leider keinen Business Case, also die Refinanzierung. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt entscheiden muss, geht ein Unternehmen wie unseres in die Stromversorgung, Stromspeicher, Batteriespeicher, da basiert vieles letztendlich auf dem Spread zwischen dem, was ich zahle als Kunde und was kann ich eigen erzeugen und was kostet mich der Batteriespeicher. Hatten Sie auch. Nur wenn der Gesetzgeber das Marktdesign oder das Strompreisdesign ändert, dann habe ich ein Problem. Hatte vorhin der Herr Arndt Neuhaus und Herr Busch hatten uns das vorgestellt, im Prinzip die Anschlussgebühr und oben geringe variable Kosten. Was bedeutet das? Ich muss mich autark wirklich entkoppeln vom Netz, dann habe ich höhere Aufwendungen, dann rechnet sich mein Case nicht mehr. Mache ich das nicht, rechnet er sich auch nicht. Werde ich also nicht investieren. So, und das sind so die Fragestellungen, die man hat. Und wenn ich jetzt mal so sage, was machen wir im Moment? Ein Beispiel möchte ich Ihnen nennen, das Thema Entkopplung, also Speicher. Da gehen wir in die Multimodalität. Das Thema Wärmepumpe hatten wir heute schon mal, um nahe Wärmenetze beispielsweise zu betreiben oder Fernwärmenetze zu unterstützen. Da sind wir letztendlich am Markt, nah am Markt, da sind wir im Allgemeinen mit Demonstratoren dabei und gehen dann hoch in die Megawattklasse. Das ist etabliert, geht da mehr Richtung Wärme. Das ist natürlich eine Diskussion mit den Must-Run-Units. In die werden wir diskutieren müssen. Oder das Thema Speicher, Wasserstofferzeugung. Tolle Technologie, Prototyp steht in Mainz, 6 Megawatt, also durchaus auch schon in einer interessanten Klasse. Das Problem ist nur der dezentrale Wasserstoff, den brauche ich nur in bestimmten Nischenapplikationen.
Leider gibt es die Brennstoffzellenfahrzeuge, auf die man hofft, nicht in der Menge. Ändert sich das, ändert sich der Business Case hierfür. Und das meinte ich mit dem vorhin, wir brauchen zur richtigen Zeit die richtige Technologie. Ich muss mit dem Herrn Neuhaus nochmal in die Diskussion gehen. Er hat einen schönen Pass heute gebracht. Er hatte gemeint, wir müssen den Kohlenstoffkreislauf schließen. Das ist richtig. Die Frage ist nur, wie machen wir es, was machen wir damit? Das heißt, wir nehmen CO2, heute in großen Mengen verfügbar, eigentlich schon zu viel, um es wirklich wirtschaftlich nutzen zu können. Wir nehmen den Überschussstrom, der in Zukunft eigentlich kein Überschussstrom mehr ist, sondern erneuerbar erzeugter Strom zu möglichst niedrigen Kosten. Und dann reden wir sicherlich unter 4 Cent pro Kilowattstunde EE-Strom. Und da liegen wir heute mit PV in Ländern, die doppelt so viel Solarstunden haben wie Deutschland, reden wir heute schon. Und dann kann ich auch entsprechende Technologien da in den Markt bringen und die letztendlich ein quasi CO2-freies Produkt dann bereitstellen. Das wird in erster Linie nicht mit Wasserstoff gehen, das wird in erster Linie nicht mit Methan gehen, insbesondere nicht bei den Öl- und Gaspreisen von heute, sondern das geht mit chemischen Rohstoffen. Und das ist unser Ansatz auch. Wir nehmen CO2, wir nehmen Elektrizität, das muss kein grünes Atom sein, das kann irgendwas sein. Macht nur nicht immer Sinn, wenn es Braunkohlestrom ist. Und wir machen aus dem CO2 plus Elektrizität machen wir Kohlenmonoxid. Relativ hoher Marktpreis, Faktor 5 bis 10 im Verhältnis zu den anderen Produkten, von denen ich gerade sprach. Oder eben Ethylen als Rohstoff für die chemische Industrie. Das sind Geschäftsmodelle, die heute schon sich tragen. Aber eben nicht die Wasserstofferzeugung, nur in speziellen Applikationen, Nischenapplikationen. Das ist natürlich Forschung, wir sind da in diesem einstufigen Elektrolyseprozess, sind wir am Anfang in der Forschung. Interesse ist riesig, aber ist erforderlich. Ich möchte nochmal zusammenfassen, das ist die Buzzword-Folie, ich möchte Ihnen nicht schriftlich geben, was wir so für Schwerpunkte haben, aber ich kann es Ihnen hier vielleicht erzählen. Das System- und Marktverständnis ist extrem wichtig, damit wir eben auch wissen, mit welchen Technologien können wir welches Marktmodell, und dieses muss man simulieren, auch wie bedienen. Also erster Punkt ist Systemverständnis, da legen wir sehr viel Wert drauf. Der zweite Punkt ist auch heute schon gekommen, Leistungselektronik. Sowohl von der Technologie als auch von der Systemintegration als auch von der Systemsteuerung. Der dritte Punkt sind dezentrale Erzeugungsanlagen. Was passiert, Fraunhofer ISE, was passiert mit Perovskit-Materialien und so weiter? Bekommen wir nochmal 30-40% Kostensenkung hin bei höherer Flexibilität und so weiter. Das hat wieder einen Einfluss auf die Leistungselektronik, by the way. Und der vierte Punkt, Speicher. Batterien, Fragezeichen, chemische Speicher zum H2-Methanisierung oder eben chemische Industrie. Wir reden hier sehr viel über die elektrischen Märkte. Wir reden hier über Thermik, das heißt also Wärme-Kälte. Aber wir haben natürlich das Ziel, die Dekarbonisierung ist kein Ziel der Stromwirtschaft oder der Energiewirtschaft allein, sondern im Prinzip von den Mengen Stromwirtschaft oder Energiewirtschaft, die wir verstehen, Faktor 3, dann sind wir bei den Zielen. Das ist also für einen Elektriker und für einen Forscher ein ganz interessantes Spielfeld. Und wenn wir die richtigen Technologien haben, dann lohnt sich das auch für ein Unternehmen wie Siemens am Ende. Danke.